Hallo. Ja, worum es geht, dürftet ihr schon im Titel erfahren haben. Und zwar über Räuchern allgemein. Das soll jetzt wieder so eine Art Anfängervideo werden, wo ich halt wirklich, ja, alles von Grund auf erkläre, weil es sich einige Leute gewünscht haben. Ja. Dann machen wir mal die verschiedenen Arten von Räuchern. Zumindest was ich so kenne. Als erstes Räucherstäbchen. Ich gebe die immer in so ein in eine alte Tasse. Da ist so gelber Dekosand drinnen. Man kann auch normalen Sand reinfüllen, aber ich habe halt momentan keinen und da stecke ich die dann halt rein. Das ist Zimt. Ja. Räucherstäbchen benutze ich eigentlich hauptsächlich dann, wenn ich möchte, dass es in meinem Zimmer gut riecht. Ansonsten für so richtige Rituale und so Sachen nehme ich lieber Räucherkohle, aber zu der werde ich auch gleich noch kommen. Ja, weil Räucherstäbchen, die finde ich, sind ein bisschen unpersönlicher, weil man sich die halt kaufen muss und nicht selbst machen kann. Dann gibt es noch Räucherkegel, die sehen so aus. Das sind so kleine Kegel halt, wie der Name schon sagt. Die habe ich in meinem Reisealtar. Die sind ziemlich praktisch, weil sie so klein sind im Gegensatz zu Räucherstäbchen. Ja, die zündet man halt einfach auch oben an und dann rauchen die. Die halten aber nicht besonders lange an, also die brennen ziemlich schnell wieder ab. Und zwar habe ich dafür auch so eine Schüssel mit wieder gelbem Sand drinnen. Früher hatte ich normalen Sand drinnen, aber irgendwann muss man ihn halt auch austauschen und ich hatte dann keinen mehr. Und ja, Dekosand ist auch okay. Und wie man die Räucherkohle jetzt anzündet, dafür habe ich ein langes Feuerzeug. Mit den kleinen geht das nicht so gut, weil da verbrennt man sich ziemlich leicht dabei. Damit hält man dann halt einfach hier so zur Kohle hin, solange bis sie anfängt so Funken zu sprühen. Da darf man sich auch nicht erschrecken, da ist mir noch nie was dabei passiert oder so. Ja, dann gehen da so Funken durch das ganze Kohlestück. Und dann fängt das normalerweise an zu glühen. Und dann muss man eine Zeit lang Luft dazu blasen. Da braucht man auch viel Geduld, um Räucherkohle anzuzünden. Das ist alles, ist ein bisschen zeitaufwendig. Und ja, dann einfach so lange hinblasen, bis das ganze Kohlestückchen glüht. Und dann kann man einfach die Kräuter drauflegen. Zumindest mache ich es immer so. Also direkt auf das glühende Stückchen Kohle und dann raucht es alles. Ich stelle es hier nebenhin. Okay, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was passiert beim Räuchern. Ja, also ich rede jetzt vor allem von der Räucherkohle, wo man halt dann die getrockneten Kräuter raufgibt. Die kann man halt selbst sammeln, wenn man die Möglichkeit hat, oder auch kaufen. Da wird halt so der Geist von der Pflanze in Rauch aufgelöst. Es ist wahnsinnig schwer zu erklären. Man muss es selbst gemacht haben und ausprobiert haben, dann weiß man schon, was da passiert dann. Ja, und je nachdem, wozu die Pflanze dann gut ist, hat die Räucherung dann halt eine bestimmte Wirkung. Ich räuchere auch sehr gerne mit Fichtenharz. Das kann man im Wald sammeln. Das gibt es eigentlich überall. Wichtig ist auch, wenn ihr Kräuter für sowas sammelt, dass ihr euch bei den Pflanzen bedankt und sie nicht einfach so abreißt. Und ja, ist ja eh selbstverständlich, weil das ist es nicht. Wenn ihr genaueres über Kräuter und die Anwendung von denen wissen möchtet, dann werde ich euch jetzt mal auf meine Hexenkräuter-Serie aufmerksam machen. Hier. Ich habe bis jetzt erst zu 5 Kräutern ein Video gemacht. Ich weiß, ich komme sehr gut voran. Dafür, dass ich vor mehr als einem Jahr damit angefangen habe. Aber tja. Außerdem wollte ich noch sagen, dass ich beim Räuchern meistens das Fenster zumindest gekippt lasse. Ich weiß, im Winter ist es kalt und so, aber also bei der Zimträucherung wird es jetzt, glaube ich, nicht so tragisch sein, wenn man das Fenster zulässt, aber wenn man zum Beispiel mit Salbei räuchert oder mit Rheinfarn und mit so reinigenden Kräutern, dann würde ich das Fenster schon aufmachen, weil
das, was ihr raushaben wollt, das soll ja auch möglichst schnell raus können. Und wenn dann halt dicke Mauern und so alles dazwischen ist, dann wird's aus meiner Erfahrung her zumindest nicht so gut funktionieren. Es gibt auch viele, viele Bücher übers Räuchern, wo halt drin steht, wozu die ganzen Pflanzen gut sind und wie man räuchern kann und alles Mögliche. Ich habe auch eins. Räuchern mit heimischen Kräutern von der Marlies Bader. Ja, halt heimische Kräuter. Da steht das alles drin, wozu die gut sind und alles Mögliche. Und sie hat auch ganz, ganz interessante Geschichten reingeschrieben, die ihr selbst passiert sind. War ein sehr schönes Buch, das kann ich euch allen weiterempfehlen. Allgemein ist das bei der Wirkung von Räucherpflanzen aber so, man braucht nicht unbedingt ein Buch, um rauszufinden, wozu die Pflanze gut ist. Wenn du das so ein bisschen ein Gefühl dazu hast, ja, also so ein Gefühl für Pflanzen, dann findet man das auch so raus. Man muss sich halt ein wenig drauf einlassen, auf die Pflanzen. Falls ihr mal irgendwo Zimträucherstäbchen seht und ihr mögt Zimt, dann nehmt euch die unbedingt mit, weil die riechen echt ziemlich gut. Ja, okay. Jetzt reicht es aber auch schon langsam. Jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, es war auch das dabei, was ihr wissen wolltet. Sonst könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Normalerweise beantworte ich immer alles. Das ist auch bei den E-Mails so. Wenn ich mal was nicht beantworte und da eine wirklich wichtige Frage drin gestanden ist, dann schickt mir die E-Mail nochmal, weil das mache ich normalerweise nicht. Und wenn es passiert, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich die E-Mail nicht bekommen habe oder so. Ja. Gut dann. Tschüss.